Herzlich willkommen zu diesem Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute im Bundestag mit Andreas Jung, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU. Wir sprechen heute über das Klimapaket. Volker Quaschning hat gesagt, es sei zum Kotzen. Deswegen habe ich gedacht, ich gehe mal an die Quelle. Ich habe auch von euch einige Fragen eingesammelt. Die werden auch im Verlauf dieses Interviews zu ihrem Recht kommen. Genau, das Erste, was eigentlich erstmal alle wichtig fanden, eine kurze Vorstellung. Wer bist du eigentlich? Ich darf dich duzen, weil wir kennen uns schon ziemlich lange. Andreas Jung, stamme aus dem Kreis Konstanz, bin dort Wahlkreisabgeordneter seit 2005, habe mich von Anfang an im Bundestag für Umweltschutz, im Umweltausschuss für Klimaschutz engagiert, bin heute stellvertretender Vorsitzender, dort mit der Verantwortung für Haushalt und Finanzen, habe aber im letzten Jahr von der CDU, der Partei, den Auftrag bekommen, ein Klimakonzept zu erarbeiten. Vieles davon ist in das Klimapaket eingeflossen und daran arbeiten wir jetzt weiter. Du hast es gerade angedeutet. Was hattest du bisher mit Klimaschutz zu tun? Warum ist es dir besonders wichtig? Wenn man aus Konstanz stammt, in dieser Landschaft aufwächst, glaube ich, hat man automatisch eine besondere Sensibilität. Ökologische Fragen haben bei uns immer eine wichtige Rolle gespielt. Ich habe in Freiburg Referendariat gemacht, wo wir ja schon früh die Auseinandersetzung mit der Kernenergie hatten, Kernkraftwerk Wiehl. Und bin politisch sozialisiert in der Jungunion Südbaden, in der CDU Südbaden. Und wir haben uns immer als Vorreiter verstanden für Umweltschutz. Lange vor meiner Zeit, in den 70er Jahren, hat die CDU dort die grüne Charta Südbaden auf den Weg gebracht mit wegweisenden Beschlüssen, an die die CDU sich nicht mit der Konsequenz immer gehalten hat, wie es notwendig gewesen wäre. Auch deshalb sind wir in eine Situation gekommen, wo man jetzt aufholen musste. Aber das ist meine Herkunft, mein Bezug zu dem Thema. Und so kam es, dass ich im Bundestag dann auch mich in diesen Bereich eingebracht habe. War die Gelegenheit dann günstig? Man hat dein Gesicht immer wieder gesehen, wenn es um dieses Klimapaket ging. Was genau hast du da gemacht? Ich hatte gemeinsam mit einem Kollegen der CSU, Georg Nüßlein, die Aufgabe, für CDU und CSU ein Konzept zu entwickeln. Die Ausgangssituation im letzten Jahr war ja leider die, dass sich abzeichnete, dass wir unsere Klimaziele verfehlen. Deshalb war klar, wir müssen da besser werden. Wir müssen aufforsten, im wahrsten Sinne des Wortes, unsere Politik. Und da galt es, Konzepte zu entwickeln und die natürlich breit abzustimmen, sodass die dann in der Partei, in den Gremien, in der Fraktion und zuletzt im Bundestag eine Mehrheit finden. Was hat Fridays for Future bewirkt? Hat das irgendeinen Einfluss gehabt? Wäre das sowieso gekommen oder war da schon ein bisschen Druck von der Straße? Da gibt es nicht nur Fridays for Future, aber Fridays for Future hat dazu sicherlich einen entscheidenden Teil beigetragen. Ich hatte in Konstanz, Radolfzell, in Singen im Wahlkreis Gespräche mit Fridays for Future. Wir hatten hier eines im Adenauerhaus, der CDU-Zentrale. Auch andere, etwa die Förster, bei uns im Kreis und an vielen anderen Stellen, die darauf hinweisen, was ist eigentlich los in den Wäldern. Die sagen, das, was die Wissenschaft sagt, das ist nicht übertrieben. Mhm. Hat einer bei uns am Bodensee gesagt, das ist, wenn er sich die Schäden hier anguckt, eher noch untertrieben. Mhm. Und da sieht man dann ganz plastisch, was die Auswirkungen des Klimawandels sind. Und ich glaube, all das hat dazu beigetragen, dass wir im letzten Jahr oder seit dem letzten Jahr eine ganz andere Erwartungshaltung hatten und haben. Also für Leute wie du, die vielleicht an dem Thema auch schon in der CDU länger dran waren, so ein bisschen Rückenwind auch, um mal ein bisschen konkreter werden zu können vielleicht. So habe ich das empfunden, weil wir in vielen Punkten seit langem gekämpft haben. Wir haben immer wieder Dinge erreicht, aber wir hatten im letzten Jahr dann ein Klima, in dem Dinge möglich geworden sind, Beschlüsse möglich geworden sind, Schritte möglich geworden sind, die es vorher nicht waren. Jetzt habt ihr dieses Klimapaket, du hast gerade angedeutet, erstmal in der CDU-CSU verhandelt. Dann hat der Koalitionsausschuss es mit der SPD verhandelt und dann ist es noch im Bundesrat nochmal verhandelt worden. Was war die größte Schwierigkeit oder was war für dich jetzt als Beteiligter an diesem Prozess das Komplizierteste an diesem Vorgang? Das Entscheidende, das war ja auch der Knackpunkt am Ende, nicht nur einen Einstieg zu finden in die CO2-Bepreisung, sondern auch ein Niveau zu erreichen, das dem entspricht, was die Wissenschaft, auch die Berater der Bundesregierung empfohlen hat. Die sagen ja 180 Euro, glaube ich, pro Tonne als Ziel irgendwann mal, oder? Genau, als Ziel, aber beim Einstieg ist eine Größenordnung von 30 Euro genannt worden, die wir jetzt erreichen mit den 25 Euro, auf die wir uns am Ende im Vermittlungsausschuss geeinigt haben. Seid ihr natürlich für diese 10 Euro, die da rauskamen im Koalitionsausschuss, geroastet worden, wie man so schön sagt bei uns, weil das ja viel zu wenig ist. Du hast jetzt gerade selbst von 30 Euro gesprochen. Wieso habt ihr dann am Schluss nur 10 vorgeschlagen? Wir haben als
CDU, das war der Bereich, für den ich verantwortlich war. Dort hatten wir keine Zahl genannt, aber wir hatten ganz deutlich gesagt, wir brauchen den Einstieg in eine Bepreisung. Und zwar so, dass wirklich eine Lenkungswirkung entsteht. Ausgehend von einem Niveau, der dem entspricht des europäischen Emissionshandels. Mhm. Dort haben wir ja schon CO2-Bepreisung bei Kohlekraftwerke in die Industrie. Und dort war im Sommer der Preis bei etwa 30 Euro. Jetzt ist es in der Politik so, dass man die Dinge nicht alleine macht. Da waren die Nacht der Klimaverhandlungen, da waren die Koalitionsspitzen mit dabei. Da musste CDU, CSU und SPD gemeinsam zu einem Ergebnis kommen. Und das Ergebnis waren dann zunächst die 10 Euro. Ich persönlich habe diesen Einstieg damals für zu gering gehalten, habe das auch öffentlich gesagt, habe auch im Bundestag gesagt, dass ich mir wünsche, dass in dem Prozess gelingt, hier noch zu einem anderen Preis zu kommen. Und das ist am Ende gelungen. In der öffentlichen Wahrnehmung, und wenn wir jetzt den Bundesrat mit einbeziehen, ist es bei vielen so angekommen, da die CDU wollte die Wirtschaft schützen, deswegen hat sie nur 10 Euro reingegeben und dann sind die Grünen gekommen im Bundesrat und haben gesagt, das geht aber nicht und haben das Ganze hochgesetzt. Kann man das so sagen? So kann man es nicht sagen, die für ein geringeres Niveau geworben haben, denen ging es jetzt nicht in erster Linie um die Wirtschaft. Auch das ist ein wichtiges Ziel, dass wir Klimaschutz so machen, dass wir die Wirtschaft mitnehmen. Mhm. Aber das ist ja ein Preis, der beim Autofahrer, beim Hausbesitzer für Sprit und Heizöl sich letztlich auswirkt. Und da war die soziale Komponente so wichtig. Die Frage, überfordern wir die Menschen, wenn wir jetzt gleich mit einem höheren Niveau einsteigen, müssen wir nicht erst die Programme zur Förderung, Gebäudesanierung, Elektromobilität, nachhaltige Mobilität umsetzen und können dann erst nach oben gehen. Mhm. Diese Überlegungen haben eine Rolle gespielt. Und wenn du sagst soziale Überlegungen, dann könnte man ja auch schauen, welche Parteien vor allem auch im Namen sich sozial orientieren, also dass die eher im Blick gehabt haben, den kleinen Bürger, dass der nicht zu viel zahlen muss, kann man das so sagen? Ja, wobei ich will es jetzt gar nicht parteipolitisch machen. Im Namen ist die CSU und die SPD, aber auch in der CDU ist es für uns sehr wichtig, dass wir sagen, wir wollen die Menschen mitnehmen. Mhm. Das erklärt, warum man diesen Einstieg gemacht hat. Okay. Dann gibt es häufig auch so den Gedanken, die Wissenschaftler haben doch ganz klar gesagt, wie es zu gehen hat. Und dann macht ihr doch was ganz anderes. Ist das so, dass ihr dann das gemacht habt, obwohl die Wissenschaftler was ganz anderes vorgeschlagen haben? Wir hatten einen sehr intensiven Dialog mit Wissenschaftlern. Es gibt ja nicht die Wissenschaft, auch nicht in diesem Bereich. Etwa mit Professor Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimaforschung oder auch mit Christoph Schmidt, dem Vorsitzenden des Sachverständigenrats Wirtschaftsweise. Die haben ja gemeinsam ein Gutachten, eine Empfehlung an die Bundesregierung gemacht. Mit ihnen haben wir uns eng ausgetauscht, mit vielen anderen Wissenschaftlern. Wir nehmen das sehr ernst. Mhm. Richtig ist, die haben zunächst das, was rausgekommen ist, kritisiert, weil sie gesagt haben, da ist die Struktur richtig, Einstieg in die Bepreisung, aber das Niveau ist zu gering. Aber dem, was am Ende tatsächlich vereinbart wurde, rausgekommen ist, da waren die Stimmen andere und das wurde als einen guten Weg dann auch beschrieben. Und deshalb ist die Wahrnehmung, wenn sie denn so wäre, die Wissenschaft sagt das eine, die Politik macht das andere, wäre falsch. Im Gegenteil haben wir uns durch vieles von der Wissenschaft nicht nur beraten, sondern am Ende auch entscheidend beeinflussen lassen. Jetzt geht es ja darum, die Klimaziele zu erreichen. Und nun sagen natürlich viele, mit diesem Klimapaket kann man diese Ziele nicht erreichen. Was nützt es dann? Man ist am Schluss einfach zu spät. Was entgegnest du denen? Erstens, ich hätte gesagt, da ist eine Lücke entstanden. Wir erreichen unsere eigenen Ziele nicht. Das treibt mich um. Wir stellen jetzt fest, die Lücke ist nicht so groß, wie bis vor kurzem ganz viele gemeint haben. Eine Erreichung des 40%-Ziels ist zumindest greifbar geworden, wird man im nächsten Jahr sehen, ob es tatsächlich gelingt. Mhm. Zweitens, wir haben jetzt völlig neu ein Instrumentarium des Klimaschutzgesetzes. Das ist was, wo Umweltpolitiker unterschiedlicher Fraktionen lange dafür gekämpft haben. Mhm. Bisher waren Klimaziele eigentlich unverbindliche Programmsätze der Bundesregierung, die natürlich politische Wirkung entfalten, wie man an der Diskussion sieht. In Zukunft werden sie gesetzlich verbindlich und wir haben einen Mechanismus aufgelegt, dass nach Ende eines Jahres das Umweltbundesamt bis März im Folgejahr feststellen muss, sind die Klimaziele erreicht oder eben nicht. Und wenn sie nicht erreicht sind, dann muss nachgesteuert werden. Das heißt, das, was jetzt passiert ist, dass man 3-4 Jahre vorher gesagt hat, wir werden es schon schaffen und dann feststellt, nee, da ist jetzt eine Lücke und jetzt ist es zu spät, das kann nicht mehr passieren, weil man verbindlich runtergebrochen auf Jahresscheiben bis 2030, runtergebrochen auf die Sektoren Energie, Gebäude, Verkehr und so weiter, Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Transparenz hat. Also würdest du jetzt konkret sagen,
man erreicht die Ziele damit jetzt schon, mit dem, was beschlossen ist? Oder würdest du eher sagen, wir haben jetzt die Struktur und dadurch, dass wir dann immer wieder das Feedback kriegen, können wir im Laufe des Prozesses dann auch noch beschleunigen? Ich hoffe, dass mit den Dingen, die wir auf den Weg gebracht haben, wir die Ziele erreichen. Wir haben jetzt vor allem über die CO2-Bepreisung gesprochen. Wir machen ja ein Milliardenpaket für die Schiene, haben heute eine Versechsfachung der Mittel für den Regionalverkehr, für ÖPNV beschlossen, haben die Mehrwertsteuer gesenkt. Ich hoffe, dass wir die Ziele damit erreichen. Wenn es nicht so wäre, dann würde man sehr schnell feststellen, dass wir die Zwischenetappen nicht erreichen, also noch mehr machen müssen. Eine interessante Frage fand ich, wenn alle Staaten der Welt das Klimapaket umsetzen würden, würde das dann reichen? Unsere Klimaziele folgen ja dem Klimaabkommen. Wir haben in Paris endlich nach vielen Jahren Ringen ein Weltklimaabkommen vereinbaren. Da warst du auch oft dabei, können. Glaube ich. Ich war auch in Paris dabei, war auch davor dabei, als es gescheitert ist. Deshalb war es wirklich eine Freude. Mhm. Und von dort aus werden ja Ziele runtergebrochen. Mhm. Und dem folgt unser 40%-Ziel, dem folgen dann unsere Klimaziele für 2030. Wir haben jetzt den Prozess in der Europäischen Union. Und das alles hat ja den Anspruch, dass wir unseren Beitrag leisten. Was umgekehrt heißt, wenn andere dazu bereit sind, auch derartige Beiträge zu leisten, dann erreichen wir die Vorgaben aus dem Weltklimaabkommen, nur so kann es gehen. Ein Hauptelement ist ja die soziale Verträglichkeit von dem Ganzen, auch war vor allem für die SPD ein Thema. Und Sie hatten ja diese Klimaprämie eigentlich irgendwann mal im Kopf, dass man den Bürgern das Geld zurückgibt. Ja. Warum konnte da die Koalition sich nicht darauf einigen oder warum konntest du da mit der CDU dem nicht folgen? Also wir haben den Anspruch, dass wir Klimaschutz so machen, dass wir die Menschen mitnehmen, dass es also sozial verträglich ist, dass wir es auch wirtschaftlich verträglich machen. Mhm. Ich glaube, den teilen wir. Mhm. Wir haben als CDU gefordert, dass das, was durch die Bepreisung reinkommt, dass wir es zurückgeben über geringere Strompreise, über eine Senkung der EEG-Umlage, dem Gedanken folgend, jeder ist Stromkunde. Wenn wir das so machen, entlasten wir Familien besonders, wir entlasten den Mittelstand besonders. Wir machen einen Beitrag zur Energiewende, weil wir Strom nicht künstlich verteuern, den wir ja für Elektromobilität, für Wärmepumpen brauchen. Deshalb aus unserer Sicht ein guter Weg, um den Menschen dieses Geld zurückzugeben. In den Klimaverhandlungen, in der Klimanacht, war das ein Teil des Ergebnisses, aber nur ein kleiner Teil. Deshalb war ich sehr froh und habe auch dafür gekämpft, dass als es dann im Vermittlungsausschuss gelungen ist, von dem geringeren CO2-Preis zu dem höheren zu kommen, dass wir die Mehreinnahmen in vollem Umfang über die Stromkosten, über eine Senkung der EEG-Umlage zurückgeben. Und ich kämpfe jetzt dafür, dass es weitergeht. Wir haben jetzt Überschüsse im Haushalt. Da ist die Frage, was macht man damit? Wie immer gibt es sehr viele Ideen dafür. Ich werbe dafür, dass wir einen Teil davon nehmen, um diesen Effekt zu verstärken, damit wir noch mehr runtergeben können, um am Ende wirklich zu erreichen, dass wir das Volumen, das durch die CO2-Bepreisung reinkommt, tatsächlich über diesen Weg zurückgeben können, am besten noch mehr. Das klingt natürlich auch wieder sehr kompliziert, wogegen so diese Lösung, und wir geben einfach jedem 100 Euro, sehr einfach klang und vermittelbar. Was war da das Problem? Die klang sehr einfach, die ist aber viel komplizierter, weil dazu brauche ich ja von jedem eine Kontonummer. In der Schweiz ist es so, da kriegt von den Einnahmen aus der Bepreisung jeder 100 Franken oder so zurück. Wie machen die das über die Krankenversicherung? In der Schweiz hat jeder dieselbe Krankenversicherung, sodass man ein Instrumentarium hat, um das zurückgeben zu können. Bei uns gibt es ganz unterschiedliche Krankenversicherungen. Es zahlt auch nicht jeder Steuern. Und deshalb haben selbst die, die das vorgeschlagen haben, Beschwer gehabt zu erklären, wie soll es eigentlich gehen. Die Gutachter haben gesagt, da soll das Bundeszentralamt für Steuern eine neue Außenstelle gründen, Beamte in der Lausitz beschäftigen, die das machen können, zusätzlicher Beitrag zum Strukturwandel. Ja. Das wäre sehr kompliziert gewesen. Ein Detail von der Thematik, die mich natürlich auch persönlich interessiert, weil ich da mit dem Kanal involviert bin, ist natürlich PV-Förderung und Windkraft. Und da haben wir jetzt bei der Windkraft diese Abstandsregelung, die den Windausbau gestoppt hat. Bei den PV-Anlagen den PV-Deckel, der irgendwie in absehbarer Zeit dazu führt, dass es keine Einspeisevergütung mehr geben würde. Und wie reagiert ihr da drauf, dass man trotzdem noch Chancen hat, das auch auszubauen, was ja nötig sein wird? Der PV-Deckel muss weg. Das ist auch so vereinbart. Wird es im Moment verhandelt zusammen mit der Windfrage, die schwierig ist. Und deshalb hängt es im Moment noch im Verfahren, was ärgerlich ist. Ich hoffe, dass wir hier schnell einen Durchbruch haben, weil wenn man Emissionen deckeln will, dann sollte man nicht gleichzeitig den Photovoltaikausbau deckeln. Deshalb muss der weg. Es ist vereinbart. Und ich hoffe, dass wir hier
schnell, das heißt in den nächsten Wochen, ein Ergebnis erreichen. Das ist ein Punkt bei der Photovoltaikförderung, den wir jetzt angehen müssen. Es gibt aber mehr. Ja. Das sind zum Teil sehr komplexe steuerliche Fragen, die aber Hemmschuhe sind. Ja. Es gibt einen Mittelständler aus Konstanz, der betreibt Autowaschanlagen, will PV-Dächer da drauf machen. Und er sagt, die steuerlichen Bedingungen, Abschreibungsmöglichkeiten, die sind so schlecht, dass er jetzt über 20 Jahre abschreiben müsste, dass für ihn unattraktiv wird. Das darf nicht sein. Mhm. Fest steht, da gibt es Dinge, die Hürden sind, die müssen weg. So zum Beispiel auch die Belastung des Eigenverbrauchs durch die EEG-Umlage. Was heißt das? Einer hat ein Photovoltaikdach, nutzt den Strom selbst und muss darauf Abgabe bezahlen. Ich kenne so einen, ja. Du bist einer davon. Genau. Ich halte das für falsch. Mhm. Und deshalb hoffe ich, dass wir auch hier vorankommen und den Eigenverbrauch da entlasten können. Jetzt haben wir ja gerade kürzlich gelesen, also ich hoffe, ihr habt es auch gelesen, 2019 gab es einen überraschend niedrigen CO2-Ausstoß. Da frage ich mich, wieso kann sowas überraschend sein? Ja, das war ja nicht nur für die Politik so nicht erwartet, sondern es waren ja gerade die Wissenschaftler, die was anderes vorausgesagt hätten. Von daher freue ich mich erstmal, dass mehr eingespart wird, als vorhergesagt wurde. Mhm. Wenn man dann fragt, woran liegt es, dann liegt es maßgeblich daran, dass wir im Strom weniger CO2 ausgestoßen haben, was ein Erfolg ist, dass wir 42% erneuerbare Energien haben. Bei allem, was wir noch machen müssen, ist das doch ein Riesenerfolg. Und ganz entscheidend bei diesem weniger an CO2-Ausstoß, der Preis des europäischen Emissionshandels. Lange Zeit ist er rumgedümpelt, da hat man nachgebessert mit dem Effekt, dass der Preis geklettert ist auf um die 30 Euro. Ja. Und es hat tatsächlich die Wirkung erzielt, dass in Stein und Braunkohle erheblich weniger produziert und damit weniger CO2 ausgestoßen wurde. Ich war gerade gestern bei einer Veranstaltung von Firmen der regenerativen Energien. Und da ging es eben darum, warum man jetzt beim Kohleausstieg, nachdem Kohlestrom sowieso immer unwirtschaftlicher werden wird, dank der regenerativen Energien, sozusagen den Kohleausstieg auch noch so versüßt hat und auch noch ihnen so viel Geld gibt. Kannst du da was zu sagen? Wir hatten ja da einen Prozess aufgelegt mit der Kohlekommission. Mhm. Wir haben den Anspruch gehabt, zu sagen, da wollen wir einen breitestmöglichen Konsens. Auch mit den Menschen, die in dem Bereich arbeiten, mit den Anliegen der Regionen, die da besonders betroffen sind. Mhm. Da hat man immer im Hinterkopf auch gehabt, die Frage, kann man Dinge verordnen oder wenn man es ohne einen solchen Konsens macht, muss man dann fürchten, dass es lange, auch teure Klageverfahren gibt. Und deshalb hat man sich für diesen Weg entschieden, es in einem breitestmöglichen Konsens zu machen. Und dafür was zu bezahlen. Und dafür auch was zu bezahlen. Mhm. Ja, gegen Ende werden wir noch mal ein bisschen philosophischer. Woher kommt deine Hoffnung? Oder hast du Hoffnung, dass die Klimaschutzziele rechtzeitig erreicht werden? Wenn man Weltklimakonferenzen erlebt, dann erlebt man auch schmerzhaft, wie langsam und wie schwierig die Prozesse sind. Da sind über 170 Staaten zusammen. Da sind die OPEC-Staaten, die davon leben, dass sie Öl exportieren. Da sind viele Staaten, die beileibe nicht unseren Wohlstand haben, aber sagen, wir wollen den auch mal erreichen. Man sieht ja schon im Bundestag, haben wir es besprochen, wie schwierig es ist in einem Land wie Deutschland, wo das Bewusstsein dafür sehr stark ist, mit Mehrheitsentscheidungen voranzubekommen. Und dort sind wir in einem ganz anderen Umfeld und brauchen einstimmige Entscheidungen. Mhm. Deshalb ist der Prozess so schwierig, langwierig. Wir haben trotzdem wichtige Schritte gemacht. Woher kommt die Hoffnung? Die Hoffnung kommt daraus, wir haben ja keine andere Alternative, als diesen Weg zu gehen, weil wir wissen, was passiert, wenn wir nicht handeln. Und deshalb ist Hoffnung das eine und das andere einfach die Verantwortung, dass wir jetzt das, was wir beitragen können, beitragen müssen. Mhm. Wir haben 2% der Emissionen weltweit, stimmt, aber wir haben 1% der Bevölkerung weltweit. Das heißt, wir haben schon einen weit überproportionalen Anteil an CO2-Ausstoß immer noch. Mhm. Und deshalb sind wir in besonderer Weise da in der Verantwortung, hier was zu machen. Aber auch deshalb, weil wir die Möglichkeit haben, mit dem, was wir in Deutschland haben, mit Ingenieuren, mit Forschung, auch einem starken Mittelstand, mit der Wirtschaft, die Innovationen auf den Weg zu bringen, die andere dann auch nutzen können. Zum Schluss habe ich noch eine, die hätte ich jetzt gar nicht so gestellt, aber die hat jemand anders geschrieben. Warum sollten junge Leute bei der nächsten Wahl eigentlich die CDU wählen, ausgerechnet? Weil wir den Anspruch haben, Politik für die künftigen Generationen zu machen
Und das heißt Nachhaltigkeit in seiner ganzen Breite. Klimaziele, aber im Einklang auch mit den zum Beispiel erzielen, dass wir keine Schulden hinterlassen, dass wir insgesamt Nachhaltigkeit umsetzen. Das ist unser Anspruch und dafür arbeite ich. Und deshalb will ich jetzt gar keinen Wahlaufruf machen, aber fühle ich mich jedenfalls da gut zu Hause. Vielen Dank. Das war ein interessantes Gespräch zum Thema Klimapaket. Natürlich nicht zum Thema Klimawandel und nicht zu jedem einzelnen Unterthema, aber ich fand es mal einfach spannend nachzufragen, wie entsteht Politik. Schaut auch nächstes Mal wieder rein. Bis dann, euer Dieser Dad. Vielen Dank dir.